Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Feller und ich möchte euch heute Behandlungstechniken zeigen, um ein bisschen Freiheit in den Brustkorb zu bringen, eventuell die Rotation des Kopfes zu verbessern. Oft vergesellschaftet mit Schulterproblemen, das kann man meistens nicht trennen. Der Klassiker ist eigentlich, Leute kommen zu mir, sagen, sie haben so ein Kribbeln in der Hand und sie haben natürlich das Problem, das Gefühl, dass sie ein Handproblem haben, aber oft sind es die Nerven, die hier langlaufen durch den Plexus brachialis, eventuell gibt es auch Einschränkungen in der Halswirbelsäule. Das kann man gar nicht so leicht trennen. Mein Ansatz ist meistens, dass ich erstmal versuche, alles in Bewegung zu bringen, zu mobilisieren, auf der faszialen Ebene mit Massagetechniken, mit MET-Techniken, das heißt also mit Anspannen, Entspannen. Ich zeige euch einfach mal, wie ich hier langsam vorgehe. Ich greife mir den Kopf und würde jetzt erstmal versuchen, das Ganze ein bisschen in Dehnung zu bringen zum Beispiel. Wie beweglich ist sie hier? Hier spüre ich schon so die erste Grenze und du drückst dann mit deinem Kopf nach hinten in meine Hände. Ich halte dagegen und dann locker lassen. Und wenn sie locker lässt, dann komme ich plötzlich ein bisschen weiter und du drückst nochmal nach hinten. Und locker lassen. Ja, wir wollen ihr Kinn zur Brust wandern lassen und noch einmal nach hinten drücken. Und locker lassen. Jetzt komme ich hier ein bisschen näher. Ich halte ihren Kopf in dieser Position und check jetzt erstmal aus, wie ist denn die Rotation zu nach links und wie ist die Rotation nach rechts. Hier seht ihr schon, ist deutlich weiter als auf der anderen Seite. Ich gehe dahin, wo die leichte Bewegungseinschränkung ist. Halte meine Hand hier gegen ihre Wange und du drehst den Kopf mal nach rechts. Und locker lassen. Und wenn sie locker lässt, dann kann ich meist den Kopf plötzlich weiter drehen. Nochmal nach rechts drehen. Ja. Das sind natürlich verschiedene Muskeln, die jetzt hier anspannen. Locker lassen, die Scaleni, der Sternocleido, alles mit beteiligt. Und noch einmal nach rechts drehen. Und locker lassen. Und ihr seht schon, der Kopf wandert jetzt immer ein Stückchen weiter nach links. Jetzt lasst den Kopf fallen. Ich fange den Kopf auf, ganz locker lassen. Und ich lege den Kopf hier ab und setze das Ganze jetzt fort. Ich fixiere hier ihren Brustmuskel. Setze meine Hand hier auf ihre Wange und du drehst den Kopf nochmal nach rechts. Nach rechts drehen. Und in der Entspannung, ja, seht ihr, wie die Rotation sich ein bisschen vergrößert. Jetzt hebt sie aber die Schulter an. Ich setze hier wieder so ein Gegengewicht. Und du drehst nochmal nach rechts. Und locker lassen. Und noch einmal nach rechts drehen. Und locker lassen. Setz mich jetzt hin. Und jetzt versuche ich mal, so einen faszialen Kontakt aufzunehmen. Ja? Wenn wir uns vorstellen, dass wir hier, der ganze Körper ist natürlich von Faszien umgeben, aber speziell hier oben haben wir wie so einen Faszienschlauch, der sich hier um den Kopf praktisch nach oben, um den Kiefer herum, der geht sogar über die Kopfhaut nach vorne. Und wir wollen mal versuchen, ob wir hier Spannung wahrnehmen können. Wir legen die Hände auf, müssen uns jetzt so ein bisschen durchfühlen, lassen die Hände ganz schwer werden, gehen durchs Hautgewebe durch und nehmen dann Kontakt auf, nicht nur mit der Muskulatur, sondern auch mit dem Fasziengewebe. Und dann versuchen wir das Ganze mal zu begleiten. Zieht es mich irgendwo hin? Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Zieht es mich zur einen Seite? Schwimmt das Ganze? Also ist es frei beweglich? Dann ist es eine sogenannte Lemniscate, ja, wie so eine Unendlichkeitsbewegung. Oder gibt es einen ganz klaren Zug in eine Richtung? Wenn ich diesen Zug spüre, dann versuche ich nicht dagegen anzuarbeiten, sondern ich folge diesem Zug. Ich kann auch die Faszie versuchen, ein bisschen zu dehnen, indem die Hände sozusagen auseinandergehen. Das ist natürlich eine ganz feinstoffliche Angelegenheit, muss man üben. Am Anfang hat man das Gefühl, man verschiebt hier nur die Haut so ein bisschen. Das ist es nicht, sondern wir wollen praktisch eine Etage tiefer gehen. Und wenn wir den Kontakt gefunden haben, dann spürt man auch ganz deutlich, dass da so eine Art Zug arbeitet. Ja, und dann versuche ich mal eine Bewegung zu initiieren in eine bestimmte Richtung. Lässt der Körper das zu? Oder gibt es da Restriktionen?
Und dann bewege ich die Hände auseinander und bringe das Ganze in eine Dehnung. Und das Ganze würde ich natürlich für beide Seiten machen. Hier geht es natürlich dann noch weiter. Wir können hier mit Massagetechniken in der Tiefe mit den Scaleni arbeiten. Wir können den ganzen Kopf anfangen zu bewegen. Ja. Oft ist es so ein Prozess. Am Anfang wird das noch alles noch festgehalten und die Kontrolle wird noch nicht abgegeben. Und je länger ich mich mit dem Hals beschäftige, desto mehr ist er auch in der Lage, langsam loszulassen. Ich kann das Ganze hier in die Länge ziehen. Ja, das war jetzt erstmal nur so ein Ansatz, wie man anfängt, da ein bisschen Bewegungsfreiheit in dieses ganze System reinzubringen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Gerade mit den Faszien, da muss man eine Menge Zeit mit verbringen, aber irgendwann wird man dieses Gefühl finden. Viel Spaß dabei.